Ich habe keine Philosophie, aber ich habe mein Leben lang geträumt, dass ich fliegen kann und fühle, wie das ist, wenn man fliegt. Und in vielen Träumen löse ich mich weg von der Erde. Es gibt einen Traum, der oft wiederkommt, dass ich in einem großen Keller bin und Leute herumstehen im Frack mit einem Glas, das sie alle haben. Und ich weiß, ich habe die Technik, dass alle auf einmal ganz still werden, weil sie mich nicht so richtig bemerken wollen. Und dann gehe ich auf die Spitze meines Fußes und stoße mich ab und fliege und bin auf einmal mit dem Rücken an der Decke und kann dann auch mich fliegend mit der Brust über den Fußboden bewegen, wieder hochgehen. Alle sagen, oh, und dann drehe ich mich vor der Mauer in einer ganz eleganten Kurve. Und der Traum kommt auch wieder, dass alle völlig sprachlos werden, weil ich fliegen kann, als Mensch. Oder dass ich von hohen Bergen aus fliege. Nun, das kennt man ja, aber das hat sich in meiner Musik von Anfang bis heute gezeigt. Wenn ich im Studio bin, mache ich die Augen zu und habe also Regler unter der Hand und ein Klanggebilde, das vorher da ist, dann bewege ich das in den Lautsprechern wie ein Vogel, der fliegt. Also das ist keine Philosophie, sondern das ist ein Urtraum, dass Musik fliegt, weil ich fliege.